Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu State of Decay, wo wir scheinbar langsam vorm Ende stehen. Sind wir gut ausgerüstet? Wir könnten, wir haben das, wir nehmen mal noch ein bisschen mehr Medizin mit, glaube ich. Weil es heißt, dass in diesem Lagerhaus, in dem wir Sprengstoff finden sollen, hoffen wir... soll es vor Zombies nur so wimmeln und das heißt, wir werden wahrscheinlich ganz gut Medizin brauchen. Und das ist scheiße. Wenn ich jetzt mal so sagen darf. Ich mag die mit Zucker überzeugt. Betäubt mit Schmerz, heilt aber keine Wunden. Rezeptfreies Zeug. Ja, ist okay. Hebt ab. Ah, Guarana, ein Energy Drink. Ach ja, die haben wir irgendwo mal gefunden, ne? Dann nehmen wir noch 3 so Brandbomben mit, nehmen wir den weg. Nehmen vielleicht mal noch so Böller mit. Ich denke, das muss einfach mal reichen. Mehr Außenposten einrichten. Eigentlich ja. Aber ich denke, wir gehen tatsächlich so langsam dem Ende entgegen. Und wir haben es eigentlich ziemlich gut geschafft und sind, abgesehen von denen, die wahrscheinlich sowieso sterben müssen. Wie zum Beispiel der Pastor und Alan. Sind uns nur Maya, Ed und Marcus gestorben, richtig? Sehe ich das richtig? Also, ich glaube. Ja, ich komme in deine Richtung, Kumpel. Bin auf dem Weg. Ich bringe einen fetten Pickup mit, damit wir auch ein bisschen was einlagern können. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen was in Sprengstoff einlagern müssen. Andererseits wird er vielleicht einen Militärtruck haben, aber ist egal. Medikamentenlager. Ja, wir haben eigentlich Vorräte noch und nöcher. Um auch die Wilkersons, das Gesetz, um alle Nachbarn, die wir kennen, mitzunehmen. Ich denke, das sollte kein Problem darstellen. Weißt du was, wo hier gerade keine Zombies sind? Schau ich mir mal den Army-Rucksack hier gerade an. Militärvorrat. Ja, genau das meine ich. Oh. I'll run this home. We'll see you soon. Gutes Zeug. Ach, das Ding ist immer noch voll. Shit. Okay, pass auf. Wir bringen die Karre gerade mal nach Hause. Wir können leider auch nichts mehr mitnehmen weiter. Ist ein bisschen blöd. Go, go, go. Komm, wir fahren die Karre schnell nach Hause. Kommen dann nochmal, packen den ganzen Scheiß ein und dann gehen wir aber hoch. Dann gehen wir hoch. Wir bringen jetzt den ganzen Scheiß da mal kurz in die Basis. Also jetzt können wir das auch hier gerade mal abgeben, den ganzen Kack. Komm, Scheiß drauf. Das ist ja alles voll richtig. Da müssen wir eigentlich auch was wegtun erstmal. Können wir erstmal ein paar Böller. Nee. Tun wir die Brandbombe und die Böller gerade mal hier rein. Hi. Dann nehmen wir den mit und nehmen wir den mit. Wir sind jetzt ein bisschen überladen, aber das ist scheißegal gerade. Pack mal weg. Bist du immer noch überlastet? Bin ich doch gar nicht. Das kommt mit rein. Und den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Roger that. Können wir die hier abliefern? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, ne? Nee. Okay. Das heißt, die können schon mal wieder in die Karre. Also die medizinischen Vorräte können wir nicht mitnehmen. Kugelschreiber nehme ich gerade mal wieder mit. Zack, kommt hier mit rein. Okay, wir fahren da jetzt nochmal hin, holen den Rest aus diesem Rucksack raus. Dann können wir auch die Böller und die Brandbomben hier wieder mitnehmen. Ich würde sagen, so machen wir das. So machen wir das jetzt erstmal. Hi. So machen wir das gerade mal. Oh oh. Tobsüchtiger. Rennt uns hinterher. Hoffentlich jetzt nicht mehr. Sonst haben wir ein Problem. Oh, geil. Ich hätte damit rechnen sollen, oder? Irgendwie. Ich hätte damit rechnen sollen. Ja, Fettklopf. Fettklasse. Komm. Lass gut sein, Alter. Lohnt sich doch nicht. Da vorne sind noch welche.
I'm loaded up. See you back at base. We'll see you soon. Rein damit. Knarre nehmen wir noch mit. Zack, zack. Der ist halt leider sehr schwer, der große Rucksack, ne? Macht aber nichts. So, wir schaffen das Zeug jetzt weg. Die Medikamente packen wir auch mal an die Basis. Das liegt ja quasi auf dem Weg. Da können wir eigentlich den ganzen Scheiß gerade mal an die Basis packen. Da müssen wir nicht zwischendurch irgendwo mal anhalten. Wir machen uns jetzt auf in die Basis und dann ist gut. Ciao. Okay. Kann man die abfahren? Nö, der macht den einfach zu. Na, ist ja toll. Okay. Zombie-Horde. Ein Tobsüchtigen? Bist du bescheuert? Nee, 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 nee. Andererseits können wir eigentlich. Ich denke, wir sind eigentlich in der körperlichen Verfassung, dass wir das hinkriegen könnten. So ein Lied auf könnten. Ich packe jetzt einfach mal gerade mal vorwärts ein. Scheißegal. Ja. So, jetzt haben wir hier mal ein bisschen umsortieren müssen. Das kommt hier rein, das kommt hier rein, das kommt hier rein. Ich habe Materialien gefunden. Ach, sehr gut. Und da einen Tobsüchtigen vernichten. Das nehmen wir einfach mit. Wir nehmen das mit, holen auch noch die Materialien. Vielleicht können wir da doch nochmal das Gewächshaus ausbauen, bevor wir von hier verschwinden. Okay, der kann weg, der kann weg. War das alles? Ich glaube, das war alles soweit, ne? Ja, ein Tobsüchtiger gesichtet, alles klar. Den kriegen wir auf jeden Fall auseinander. Das ist kein Problem. Wir haben einmal Codein. Ach, das Codein muss auch noch weg. Stimmt. Sorry, das eine Codein muss auch noch weg. Klingt auch komisch. Codein. Was falsch ausspricht, heißt es Codein. Naja. Ist egal. Komm, das packen wir jetzt doch mal mit hier. Nein. So. Und wir werden für Maya, für Markus und für Ed von hier verschwinden und alle mitnehmen. Und alle mitnehmen, die noch am Leben sind. Natürlich auch für Richterin Lawton und für den Sheriff. Ist der Cody? Ich glaube, Cody hieß der, ne? Oder nur Code? Für den Sheriff auf jeden Fall auch. Für alle, die hier gestorben sind, werden wir hier von hier abhauen. Warum? Weil das genau das gewesen wäre, was sie gewollt hätten. Die wären genauso abgehauen. Freund in Not auch noch. Okay, wir gehen erstmal dahin. Das ist eh näher dran. Das können wir quasi gleich vereinen. Naja. Oh, hallo Zombie-Horde. Jetzt sollen wir den wieder hier raussuchen. Na geil. Muss jetzt mal die Zombie-Horde hier gerade loswerden, glaube ich. Lass es. Der klettert einfach wieder über den Zaun drüber. Auch nicht schlecht. Ja, kommt mal hier rüber jetzt endlich. Langsam mal Zeit, Freunde. Habe ja was zu tun. Ciao. So, den Überlebenden finden. Hey, you in there? Ach, Hallöchen. Na, komm rein. Kein Ding. Okay. Schnell alles mal hier durchsuchen. Ich würde sagen, hier ist er nicht. Sonst wäre der Zombie hier nicht gerade reingekommen, einfach so. Consider this one searched. Okay. This one searched. Ciao. Noch so einer. Oh, sorry. Der läuft einfach weiter, auch nicht schlecht. Ja, ja, okay, okay. Auf zum nächsten Haus. Guck mal, was da für ein Pickup steht. Oh oh. Specky, Specky on the run, wie ich gerade sehe. Da drinnen auch noch. Okay, wir gehen erstmal hier rein. Hallo? Niemand. Consider this one searched. Ja,
Aber ich kriege ich auch so auseinander. So. Was für ein Zombie ist das da vorne? Ist das der Fettwanst gewesen gerade? Als Freak? Es sah gerade danach aus. Naja, Sergeant Ten, keine Sorge. Sollen wir gucken, welches Haus ich jetzt durchsuche, ohne dass ich auf diesen Fettwanz da drüben treffe. Da drüben ist er. Okay, das heißt, wir nehmen erstmal die Häuser hier. Weil da der Fettsack drin ist. Can anybody hear me? Also in der Nähe meine ich. Da drüben ist er. Ja, da drüben läuft er gerade. Hier ist niemand. Hier ist niemand. Da wird auch niemand sein. Nope. Consider this one searched. Okay. Nächstes Haus. Nehmen wir mal den. Nehmen nicht den. Boah. Was so ein scheiß Fettsack. Ja, ja, komm ruhig raus in deiner Schutzweste, Kumpel. Tschüss. Tschüss. Kann man einen Snack reinhauen? Okay. Problem, zwei Fettklopse sind dort. Zwei. Nicht einer, sondern zwei. Auf beide müssen wir nicht unbedingt treffen. Hoffen wir mal, dass er hier drin ist. Wenn es nicht danach aussieht. Hallo? Schnauze. Shit, der ist in dem anderen Haus. Glaube ich. Weil hier ist niemand. Ah, da war der Fettsack. Consider this one searched. Ja, Fettsack ist auf uns aufmerksam geworden, wie es scheint. Fick, 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 fick. Problem ist, da drüben ist der andere. Was machen wir denn mit denen, Alter? Wir können ja nicht einfach hoffen, dass die nicht hier auftauchen, weißt du? Das geht ja nicht. Kann man ja nicht machen. Ja, ciao. Hallo? Da. Fake. Komm. Komm. Steig ein. Einsteigen. Los! Beweg dich! Oh Gott. Zwei Fettsäcke da, Alter. Zwei. Wie krass. Also, das wird echt immer kranker. Sorry. Das ist ja mal mega krank. Das sind einfach zwei so Fettsäcke. Und dem einen werden wir fast auch noch in die Arme gerannt. You got it from here? Thanks. We've got it from here. Okay. Stimmt, wir müssen auch den Tobsüchtigen erlegen. Richtig. Da unten, den Tobsüchtigen. Richtig, richtig. Warte mal. Faith gefunden und eskortiert, das ist natürlich super. War auch eine lange Suche, tatsächlich. Knarre, nachladen, passt noch ein Schuss rein. Jetzt wieder ein bisschen ein paar Schuss mitnehmen. So. Einen Snack können wir noch mittragen. So, sind wir wieder voll ausgerüstet. Alles klar. Das heißt, das passt alles soweit wieder. Jetzt gehen wir runter und nehmen noch den Tobsüchtigen mit. Ist das ein Fahrzeuglager? Eigentlich dürfte da nichts sein, ne? Okay, ist nichts.
Wir haben keinen Kaffee mit. We're about as secure as we can be here. Any hordes that come our way are gonna be sorry. Das stimmt wohl. Huch. Das ist gerade ein bisschen geruckelt. Warte, einen Kaffee brauche ich. Den würde ich mich gleich gerne mal. Möchte mich gleich gerne mal saufen. So, perfekt. Okay, zum Tor raus. Tor zu. Karre schnappen. Das turbsüchtige Scheißvieh auseinandernehmen. Ich hoffe, das ist eine gute Idee, diesen Turbsüchtigen jetzt, jetzt noch mitnehmen zu wollen. Andererseits ist da halt jemand, der auf uns wartet, ne? Wenn er auf uns wartet und der trifft allein auf den Turbsüchtigen vielleicht, dann war es das definitiv. Zombie-Horde. Ciao. Könnte nicht mehr. Ach, guck mal, gleich bei dem Außenposten. Sehr gut. Okay, da hinten drin. Stehe. All quiet here. Hey. Hi. We could use your help in this area. Ja. Lead the way. 10-4, I'm ready. Vorsicht. Zed's up ahead. Und zwar nicht wenige. Ah, du hast eine Bratpfanne mit. Okay, aber du hast, glaube ich, keine Schusswaffe, wenn ich das richtig sehe, ne? Ich glaube, der hat keine Schusswaffe. Nein. Lass das. Boah, Alter. Okay, Knarre dringend nachladen. So, nachgeladen. Ein Schmerzmittel rein. Jetzt können wir auf die Suche gehen. Ist eindeutig da. Boah. Spring auf den Boden. Komm schon. Auf den Boden bringen. Dringend. Komm schon. Leg das Vieh irgendwie um. Oh, sehr gut. Okay, die Schmerzmittel waren sehr gut, die haben sehr gut geholfen. Freak erledigt. Okay. Wir haben ihn ja gehört und er ist dann auch zu uns gestoßen, tatsächlich. Ja, komm, lass es. Okay. Oh, uns fehlt die Stoßstange, sehe ich gerade, macht aber nichts. Okay. Wenn es für sie zu viel werden, was jetzt ungefähr der Fall sein dürfte. Werden wir einschreiten. Oh, hallo. Anstatt uns zu helfen, läuft die einfach weiter, weißt du? Okay, pass auf. Jetzt geht's los. Wir folgen ihr weiterhin mal. Ja. Okay. Wo rennt die denn lang? Ist egal, komm, ab nach Hause. Nochmal die Vorräte aufstocken und dann aber wirklich. Ist scheißegal, wie lang die Folge wird, dann müssen wir aber wirklich dahin. Boah, zum Glück hat das mit diesem scheiß Turbsüchtigen geklappt. Das war aber knapp, ne? Es war definitiv eng. So, ich packe jetzt einfach mal hier so. Ist egal, komm. Aufstocken, die Vorräte aufstocken und dann geht's los. Bevölkerung 18. Wir retten allein hier 18 Menschen. Das ist schon krass. Okay, pass auf. Ich baller mir noch so ein Ding rein. Wir nehmen einfach solche mit. Ist scheißegal. Snacks haben wir. Ibogan haben wir. Die Knarre nachladen. Auch wenn es nur ein Schuss ist, der fehlt. Das ist ja egal im Endeffekt. Da können wir wieder 5 mitnehmen. So. Und damit sind wir hoffentlich gewappnet für die Beschaffung von unserem Sprengstoff. Das heißt, wir müssen da hoch. Okay. Wir müssen einmal quer durch diese Stadt quasi. Dahin, wo wir das erste Mal in diese Stadt gegangen sind. Wo das noch eine Gruppe war und nicht nur noch der Sergeant. Was ist mit der Gruppe passiert, ist die Frage. Müssen die nicht zusammengeblieben sein, sag mal? Die müssen doch eigentlich zusammenbleiben. Ich meine, es ist doch ein Trupp. Und selbst wenn nicht, das ist doch die logische, Schlussfolgerung, der logische Gedanke, dass man zusammenbleibt, oder?
Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was passiert ist. Vielleicht wurden die auch überrascht und Sergeant 10 konnte gerade noch so fliehen oder... Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir schauen, dass wir das hinkriegen. Und... So schade wie es wäre, wenn es jetzt schon vorbei wäre, so sehr freue ich mich dann noch auf Breakthrough und Live... Nein, das ist doch nicht wahr, Alter. Okay, wir können auch hier rum. Da weiß ich nämlich gerade mal der Zombie-Horde aus. Ich weiß, dass wir hier rum können. Habe ich auf der Karte noch ein bisschen auseruiert, ob wir hier vielleicht einen Ausweichrouter haben. Wenn wir jetzt nämlich hier lang fahren, fahren wir direkt auf Sergeant 10 zu. Ciao. Die Straße ist ja auch super. Was für eine Straße, Alter. Krass. Eigentlich cool, ne? Okay. Genau, dann kommen wir nämlich hier oben raus. Genau, dann kommen wir hier oben raus und können dann hier an denen kurz noch vorbei. Dann sind wir auch schon da. Irgendwo hier ist dann auch schon der Sergeant. Ach, da steht er, okay. Ja, da steht er. Pavilion in Entrance. Ah, es ist doch eine Gruppe. What's the word? Könnte recht grob werden, ja. Sure. We might actually unfuck ourselves at this rate. Zombie-Herd da drin, ne? Alles klar. Begib dich zum Lagerhaus. Schnauze, du Mistpfeife. Okay, hier ist definitiv einiges los. Lass das. Ich hab gesagt, das ist eine gute Idee, viele Schmerzmittel mitzunehmen. Ich wusste schon warum. Tobsichtiger. Shit. Komm. Zerschlagen. Hauptsache den Kopf von dem Vieh weg. Das ist alles, was zählt im Moment. Wir haben noch ein paar Snacks mit. Alter, wie viele. Aber auch wir sind viele. Auch wir sind viele. Und die Musik, die im Hintergrund läuft, die kennt man wahrscheinlich. Ah, wir hätten noch einen Kaffee mitnehmen sollen. Wir haben einen Tobsüchtigen, das hat sich erlegt. Er hätte fast uns erwischt. Oh nein. Was ist das? Was kommt da gleich? Was ist das für ein Freak, der da gleich rauskommt? Aufgebläht, okay. Easy. Easy. Alter Schwede, was für ein Kampf. Ich habe nicht mehr so viel Ausdauer. Ich hätte noch einen Kaffee mitnehmen sollen, ey. Okay, wie kommen wir denn in das Lagerhaus rein, sag mal? Ach da, ach, das haben die... Nee. Hier außenrum irgendwo. Ah, okay, das sind jetzt aber normale Soldaten. Da steht jetzt kein Name dazu tatsächlich. Schade. Ah, hier rum, okay. Hier rum kommen wir die ganze Geschichte rein. Oh nein. Wir wimmeln jetzt einfach für Freaks. Alter. Wir gehen aber definitiv keine Chance. Schlagstock kaputt, na super, Alter. Alter, der Große ist down. Ja, Alter. Der Fettwanz ist down. Der ganz Fettwanz. Oh nein, aufgeblähter war hier, wir waren aufgeblähter. Heute leben wir, heute diese Schmerzen hier rein, und zwar schnell. Hier haben wir einen Snack. Au. Warum bringt eine Waffe? So, richtig dran. Haben wir irgendwas? Ja, wir haben hier irgendwas zu versuchen, sehr gut. Ich versuche das jetzt einfach mal. Soldiers, are you with me? Yes. Na, macht nichts, also noch ein Freak und so. Schusswaffen, fuck. Fuck, nur Schusswaffen.
Hey, Mickey, how do you feel about some target practice? You ready to see some serious shit? Gibt Feuerschutz, sehr gut. Kreischer. Kreischer ist tot. Kreischer ist tot, Kreischer ist tot, Kreischer ist tot. Wir haben nur noch keine Schlagwaffe und das ist ein bisschen schlecht. Okay. Ist gut, dass wir ein paar Soldaten haben, die uns ein bisschen backuppen. Here we go. Open sesame. Zombies up ahead. Go through or go away. Okay, 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 okay. Wir haben es tatsächlich fast geschafft. Wir haben hier noch einen Kreischer irgendwo, wie es aussieht. Da steht er doch. Da war der Kreischer. Boah, Bingo. Was war das? That's exactly what we need. Sehr gut. Roger that. I'll take care of these. You go make sure you and your people are all stocked up and ready to blow this shit stand. Yes. Yes, sir. Yes. Wir könnten es tatsächlich geschafft haben. Und das war mit Abstand der härteste Kampf, den wir bisher bestritten haben. Mit Abstand. Ich glaube, ein Soldat ist auch draufgegangen dabei. Das hier war... Ja, ein Soldat ist dabei draufgegangen. Oh oh. Mist, wir kommen ja nicht raus. Das ist natürlich ein Problem für uns. Okay, wir müssen nur zu dieser Karre kommen. Komm, 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 schaffst du der Karre, schaffst du der Karre, sehr gut. Wir sind bei der Karre und weg. Yeah, der hilft echt gut. Oh. Okay, also der Wilkerson hat doch noch geholfen, tatsächlich. Er hat doch nochmal geholfen. Wilkerson, was auch immer du getan hast, dafür, dass du uns hier geholfen hast, mein Respekt auf jeden Fall. Das war super. Wir müssen übrigens hier lang. Ne, die Karte tauschen wir jetzt nicht aus, die funktioniert nur so weit. Auf jeden Fall mein Respekt dafür. Er hat im Endeffekt doch noch geholfen. Wo stecken sie? Da unten. Es sind zweimal Freunde in Not. Okay. Das ist wieder so ein Fettwanst. Wir haben auch tatsächlich so ein Fettwanst auseinandergelegt, ne? Das haben wir auch tatsächlich hingekriegt. Wir haben so ein Fettwanst auseinandergenommen. Aber ein Soldat ist dabei gestorben, aber ich denke, er weiß, wofür er gestorben ist. Er weiß, dass er dafür gestorben ist, dass wir an diesen Sprengstoff kommen und abhauen können. Und ich denke, also nicht, dass er sich gefreut hat, dafür zu sterben, aber ich denke, er weiß, dass er für eine gute Sache eben gestorben ist und nicht sinnlos, weißt du? Er ist dafür gestorben, dass andere eben aus der Sache rauskommen, und ich denke, das ist das, was ein Soldat eben auch mal tun muss. Dafür sterben, dass andere aus einer Gefahrensituation rauskommen. Ich denke, das war gut so. Ich denke, das war gut so. Hier, zu dem wechseln wir gerade mal. Du hast noch alles soweit mit, das ist natürlich super. Der andere ist ja müde. Verletzt war er, glaube ich, nicht, aber müde auf jeden Fall. So, okay, die Karre nehmen wir. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben diesen Sprengstoff. Wir haben den Sprengstoff tatsächlich geholt und erwischt. Krass.
Das war der krasseste Infektionsherd, den ich jemals erlebt habe. Okay, wir gehen wieder auf die Suche. Hey, you in there? Consider this one searched. Hello? Boah. Da. Oh, thank God. Brody, okay, komm mit. We're getting out of here. Guess I've taken enough of your time already. Let's get out of here. Ach so, das bedarf zu Hause Materialien. Okay, das kann man später noch holen. Halt die Schnauze. Komm, steig ein, Kumpel. Steig ein. Komm. Ich bin auf der falschen Seite eingestiegen. Na, ist egal. So, komm. Den nehme ich mit. So. Wir haben es geschafft. Wir hatten zwei Aufgeblähte. Wir hatten ein paar Army und Schutzwelt und SWAT-Zombies. Wir hatten zwei Kreischer. Und wir hatten so einen fetten. Und die haben wir alle auseinandergenommen und haben gerade mal ein Opfer. Okay. Direkt weiter zum nächsten. Da. I'm on the move. Okay, watch yourself out there. Jo, mach ich. Ich passe auf mich auf. Das tue ich immer. Ach, da drüben. Oh, shit. Bei der Zombie-Horde natürlich. Bei der Zombie-Horde. Die darf auf den nicht aufmerksam werden, sonst ist er wirklich hin. Also, Zombie-Horde. Schnauze. Ja, Mistviecher. Schnauze. So. Raus und rein da. I got these assholes. Zombies up ahead. Go through or go around? Wo steckt er? Nein, wirklich, wo steckt der, Alter? Hier. Hier bist du. All right, you're safe. Let's go. Komm. Schnauze. Komm. Scheiß drauf. Steig ein, schwing dich hoch. Ciao. So, wir drehen eine kleine Extra-Runde. Weil wir in der Karre sind wir sowieso sicher. So ein Fettklops könnten wir zur Not noch ausweichen. In der Karre sind wir so sicher wie sonst eigentlich nur in der Heimatbasis tatsächlich. So, da können wir noch was durchsuchen. Machen wir aber später. Hi. Wie dieser fettige Körper dann noch rumfliegt. Widerlich. Okay, let's go. Let's go. Okay, that's all we needed. Okay, geschafft. Komm rein. Okay, über den Zaun. Geht auch. Mach das Tor zu. So. Easy. Gut, ist noch voll geladen. Wir können den Snack wieder mitnehmen. Boah, krass, ey, krass. Brauch ein paar Snacks und eigentlich auch Kaffees, ne? Du kannst da mal noch ein bisschen rumfragen. Du kannst noch ein paar Schalldämpfer vielleicht machen. Hier einmal scharf schützen. Du machst die und da ist egal. Boah, okay. Damit hätten wir auch das. Wir nehmen uns mal jemanden mit. Den können wir uns dann gerade mal mitnehmen und den anderen Infektionsherd noch auseinandersetzen. Ja, vielleicht finden wir Sam hier gerade mal irgendwo. Und können die mitnehmen. Sam ist bestimmt oben auf dem Turm, oder? Nee. Tatsächlich nicht. Nee, auf dem Turm ist mal wieder keiner.
Wo ist dann Sam? Ich würde gerne jemanden mitnehmen. Wer bist du? Austin. Austin, okay. Austin würde auch funktionieren. What's up? Yeah, let's do it. Yeah, let's do it. Come on. Was ist denn hier schon wieder los? Okay, schneide dann was auch noch drauf. Das ist natürlich super. Schnauze. So, okay, komm mit. Wir nehmen die Karre. Die müssen wir eh vielleicht mal in Bälde auswechseln. Okay, Infektionsherd, zwei Kreischer. Zwei Kreischer sind vollkommen machbar. Ein Tobsüchtigen. Oh, nicht schon wieder, Alter. Nee, nicht schon wieder. Kannst du knicken. Okay, wir drehen hier mal eine Runde, weil wir hier lang müssen. So, wir rasen hier ganz schön, aber das ist natürlich, ne, ist natürlich legitim. Wo hängt denn der Auspuff, Alter? Uns fehlen mittlerweile beide Stoßstangen, aber es macht nichts. Die Karre sieht eh nicht mehr so frisch aus. Okay, hier mal lang. Und da sind wir schon. Ich sehe sogar einen Kreischer von hier aus. Der ist nicht tot. Der ist nicht tot. Nee. Sag ich ja. Jetzt ist er tot. Kreischer 1 offiziell erledigt. Offiziell gebumst. So, wo ist Kreischer Nummer 2? Sehen wir den von hier aus? Ja. Das war aber nicht. Ich hab gedacht, das war Kreischer. Nee, tatsächlich nicht. Okay, tatsächlich nicht. So, lasst ihr mal unsere Karre in Ruhe. Und wir sind ein anderer Zombie auch gar nicht, ne? Dass da gerade jemand erschossen wurde. Vollkommen egal. Da ist der Kreischer. So, beide Kreischer down. Heißt nur noch eine Frage von ein paar Zombies, bis die Sache hier erledigt ist. Looks pretty clear to me. Naja, pretty clear ist was anderes, aber wenn du meinst. Zack. Okay. Erledigt und der Schlagstock ist langsam kaputt. Tubsüchtigen. Oh nein. Bitte nicht, Alter. Bitte nicht wirklich. Der Schlagstock ist leider ein bisschen. Naja, ein bisschen beschädigt, würde ich jetzt einfach mal nennen. Oh, guck mal, unsere Mutter ist wieder da vorne. Mission: Die Mauer. Endspiel. Alles klar. Alles klar. Wir suchen hier noch nach Materialien, bringen die sicher nach Hause. Und dann werden wir in der nächsten Folge wahrscheinlich das Ende von State of Decay erleben. Wenn ich das richtig sehe. Freunde, Schnauze. Ciao. So. Hier also. Wir gucken mal alles durch. Hier ist nichts. Nein, hier ist nichts. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Gehen wir hier hoch. Hier ist aber auch soweit nichts. Da, hier, okay. Die Folge wird wieder ein bisschen länger, aber das macht nichts. Endspiel die Mauer. Wir werden uns so aufrüsten müssen. Rostiges Rohr. Ja. Ja, doch, das sackt schon. Das ist schon scheiße, Freunde. Das ist schon scheiße. Okay. Das Endspiel rückt immer näher. Sit tight. I'm bringing this stuff home. Roger that. We'll be waiting. Mittlere Menge Materialien ist noch nicht schlecht. So. Nochmal kurz hoch. War das nicht hier das Haus, wo wir diesen Typen getroffen haben, der uns ein Auto besorgen kann, sag mal? Weiß ich gar nicht.
Okay, wir haben hier soweit alles durchsucht. Naja, da kommen ein paar Zombies, das macht aber nichts. So, dann haben wir unsere Waffe nicht großartig beansprucht. Ciao. Vorsicht, Zombie-Horde. Ich gehe nur noch mal kurz hier rein. Hier ist sogar was. Komm, 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 such, 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 such. Weiter ist ja nichts, ne? Nee, nur der, okay. Komm, 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 komm. Nix, okay. Gut, damit ab in die Karre und weg. Da hinten kommt eine Zombie-Horde und auf die möchte ich nicht treffen. Ich meine, die würden wir natürlich kalt kriegen, das ist kein Problem, aber ich möchte trotzdem nicht auf die treffen. So, okay. Ciao, Army Fuzzi. War es überhaupt einer? Weiß ich nicht. Ah, Bibliothekszugang, plus 2 Munition, sehr gut. Okay. Okay, I'm free and clear. See you soon. There you go. Don't say I never gave you anything. What you got? Oh, you know, some stuff. Okay, okay. Erstmal werden wir den reparieren. Dann werden wir uns noch ein bisschen Medizin mitnehmen. Snacks und Kaffee haben wir soweit. Da würde ich gerne noch einen draufballern eigentlich. Wie viel Schuss hält denn der noch? Oh, jetzt keinen mehr. Jetzt ist er down. Jetzt ist er gerade abgeplatzt. Das heißt, 9 dran. Und noch ein bisschen Munition mitnehmen. Und vielleicht ein paar Böller wären vielleicht nicht schlecht. Oder vielleicht ein paar Mollys. Noch ein paar Molotow-Cocktails wären nicht schlecht. Ich denke, so können wir gehen. Ich denke, so können wir die letzte Mission tatsächlich angehen. Stranger. Jo. Kein Ding. Und damit sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play State of Decay. Und wahrscheinlich wird die nächste Folge auch die letzte sein. Ich weiß es nicht. Aber es sieht ganz danach aus. Bis dahin. Ciao.